Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir eine super einfache und leckere Mokka-Torte. Alle, die mit Füllungen, Creme so ihre Probleme haben, nicht gern mit Gelatine arbeiten oder sonst Bindemittel, kommen voll auf ihre Kosten, denn die Füllung ist sowas von einfach hergestellt. Ich brauche 600 Gramm Schlagsahne. Gebe ich mir direkt in einen Kochtopf rein. Dann habe ich hier lösliches Kaffeepulver. Da kannst du selber entscheiden, 7 bis 10 Gramm. Instant-Kaffee gebe ich mir auf den Kochherd und koche beides zusammen auf. Der Kaffee hat sich jetzt aufgelöst. Ich habe hier eine schöne Kaffeesahne. Hier habe ich 290 Gramm weiße Kuvertüre. Die Sahne gebe ich hier gleich darüber. Die Kuvertüre löst sich auf und das ist auch schon der ganze Zauber. Die wird jetzt kalt gestellt und dann kann ich mir alles zusammen aufschlagen. Als Bindemittel dient mir hier die Kuvertüre und der Fettgehalt, der in der Sahne drin ist. Zusätzlichen Zucker brauche ich auch keinen, die Schokolade-Kuvertüre ist süß genug. Etwas Frischhaltefolie nehmen, direkt runterdrücken auf die heiße Sahne und im Kühlschrank auskühlen lassen. Kannst du dir gerne einen Tag vorher vorbereiten. Als Alternative, wenn du nicht gerne Kaffee oder dieses Mokka-Aroma hast, funktioniert wunderbar auch mit dunkler Kuvertüre. Einfach Kaffee weglassen, gleiches Verhältnis nehmen, dann kannst du dir eine schöne Schokosahne aufschlagen. Aber jetzt erstmal ab in den Kühlschrank, dann brauche ich nur noch einen Tortenboden und dann kann die Torte gefüllt werden. Unsere Mokka-Sahne ist ausgekühlt, direkt aus dem Kühlschrank. Die schlage ich mir jetzt wie normale Sahne auf. Und hier habe ich mir einen 24 cm Backring vorbereitet, einen Torteneinsatzstreifen und zwei Böden vom Tortenboden-Grundrezept. Das Rezept kann ich dir am Ende dieses Videos gerne verlinken. Lege ich mir rein, hier die Folie wegnehmen. Ja, das ist eine schöne Konsistenz. Dickflüssig in die Küchenmaschine geben und beginnen aufzuschlagen. Guck mal, wie schön fest das jetzt die Mokka-Füllung ist. Wunderbar, super easy. Einfach auf die Festigkeit aufschlagen, wie du sie benötigst. Aber vorsichtig, irgendwann ist dann zu viel und dann flockt die Creme gerne aus. Wirklich einfach aufschlagen, bis sie stabil ist. Und dann kann ich mir die Torte beginnen zu befüllen. Einfüllen und ich verteile es dann gerne mit einer Teigkarte. Dann die zweite Lage des Tortenbodens reingeben, flach drücken, die restliche Creme darüber verteilen. Wieder schön glatt streichen. Dann nehme ich so, wie wir es nennen, ein Kammhorn, lege das flach hin und jetzt kann ich mir hier einfach ein wildes Muster reinziehen, ob ich Kreis mache oder da nochmal so durchgehe. Sieht mit wenig Aufwand super cool aus. Und guck mal, wie schön stabil unsere Mokka-Füllung ist. Das war's auch schon. Zeit zum Durchkühlen, 2-3 Stunden im Kühlschrank oder eine Stunde im Tiefkühler. Die Torte war jetzt bei mir gut eine Stunde im Tiefkühler. Ziehe ich den Ring ab, Folie weglösen. Dann habe ich hier 200 Gramm Schlagsahne, die schlage ich mir auf.
Torte gebe ich mir auf eine Platte, dann kann ich sie besser hochheben. Und hier beim Sahneaufschlagen nehme ich immer ein hohes Gefäß, dann ist der Widerstand kleiner, dann geht es ein bisschen schneller. Etwas Sahne an die Palette nehmen und die ganze Torte mit Sahne einstreichen. Hier an die Kante runterziehen und rübergeben. Hier habe ich etwas Schokoladenstreusel. Streue ich mir jetzt ein. Du kannst auch gehobelte, geröstete Mandeln nehmen oder sonst ein anderes Streumaterial. In die Hand nehmen und an die Torte drücken. Torte ablegen. Jetzt nehme ich mir hier so eine runde Platte, die kleiner ist als die Torte, lege die oben drauf, gebe etwas Kakaopulver in ein Sieb und stäube ein bisschen rundherum, gebe ein schönes Muster rein. Abheben. Hier in die Mitte streue ich noch etwas Kaffeepulver. Durch die Feuchtigkeit wird das Kaffeepulver dann auch schön aufgelöst. Das gibt eine richtig coole Optik. Die restliche Sahne fülle ich mir in einen Spritzbeutel mit einer 15er Sterntülle. Und da beginne ich hier, Rahmrosetten aufzuspritzen. Ansetzen, nicht schräge, schön gerade, ein bisschen in der Luft. Ansetzen und drehen. So, und die Rahmrosette zu guter Letzt nehme ich mir hier so einen Gouvertüre-Tropf, den wir schon in der Füllung haben. Lege die noch oben drauf, die Rahmrosette. Und hier noch etwas gehackte Haselnüsse. Das Messer gleitet wunderschön durch die Creme durch. Sieht doch richtig klasse aus. Schokoboden, Mokka-Füllung, Schoko, Mokka und oben noch die herrliche Deko. Mokka-Schokolade, eine Kombination, da kann man nicht viel falsch machen. Schön das Kaffee-Mokka-Aroma kommt noch hinten raus. Eine richtig leckere, vor allem eine Torte mit einer einfachen Zubereitung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept zum Nachbacken findest du wie immer hier unten, direkte Verlinkung auf meinem Blog. Schreib mir eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Willst du noch mehr so einfache Tortenrezepte sehen? Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.